Wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu einem neuen bookischen Vlog von mir. Ich bin mal wieder im Auto. Meine Tochter, die ist ja schon gerade vorgelaufen. Also ich bin nicht alleine hier. Ich bin mit der Melissa gefahren, mit meiner Ältesten. Aber da die nie in die Videos mit rein will, was ich auch akzeptiere, damit habe ich gar kein Problem, habe ich die schon mal vorgeschickt. Die ist übrigens auch schon fast 17. Also nicht, dass ihr hier denkt, ich würde irgendwie, weiß ich nicht, kleine Kinder alleine in die Mall einkaufen schicken. Aber ich dachte mir, ich nutze dann jetzt halt die Zeit ganz schnell und mache ein Intro. Ich starte heute auf jeden Fall so einen bookischen Vlog. Ich weiß nicht genau, wie lange der gehen wird, also wie viele Tage ich euch mitnehme. Ich weiß auch noch gar nicht genau, ob ich da jetzt so einen reinen Lesevlog nochmal draus mache oder ob ich so ein paar Tage in meinem Leben Vlog erstmal jetzt abdrehe, so wie ich das vor ein paar Vlogs, also vor ein paar Wochen mal gemacht habe. Ich weiß nur so viel. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall mitnehmen in den BAM. Das ist hier ein amerikanischer Buchladen, also ein Buchladen hier in Amerika. Books a Million, den gibt es schon seit etlichen Jahren. Das ist halt so eine Kette wie bei euch, der Thalia. BAM ist hier auf jeden Fall eine der größeren. Ich glaube, Barnes & Noble ist hier in Amerika der größte, aber den gibt es halt hier nicht. Aber der BAM hat halt hier neu eröffnet. Die sind umgezogen. Die sind zwar in der gleichen Mall wie immer, aber die haben einen größeren Raum. Dementsprechend sollen die mehr Auswahl haben und mehr Merchandise, also mehr so dekorative Sachen, so bookische Sachen halt. Und da wollte ich mit euch jetzt schauen. Ganz frisch. Die haben gestern erst neu aufgemacht. Also ich habe das gar nicht gewusst, bis ich den Post gestern Morgen bei Facebook gesehen habe und am späten Nachmittag hat meine Nachbarin von gegenüber mir geschrieben, ob ich schon davon Wind bekommen habe. Die war nämlich gestern beim Grand Opening da und die musste direkt an mich denken und sie ist auch so eine Book-Fanatikerin. Also die liest auch sehr, sehr gerne Bücher. Zwar eine komplett andere Reihe, also ganz komplett andere Genre, meine ich. Die steht eher so auf Stephen King, so Horror. Book-Nerds are Book-Nerds. Also wir verstehen uns da richtig gut. Ich habe mit der übrigens am Dienstag auch ein Kaffee-Date. Da wollten wir hier in Manhattan im Dusty Bookstore. Das ist ja dieser Second-Hand-Laden, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Ich habe schon ein paar Mal mitgenommen. Ja, da habe ich mich für ein Kaffee-Date mit der. Da gehen wir dann Kaffee trinken und Second-Hand-Buch shoppen. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern ich euch da mit der Kamera mitnehme. Wir wohnen zwar schon seit anderthalb Jahren hier in Kansas und haben jetzt auch schon seit anderthalb Jahren die Nachbarn, aber das, was zwischen mir und Debbie sich gerade als Freundschaft, also so freundschaftlich aufbaut, ist noch ganz frisch. Ich will da nicht direkt die Kamera auspacken. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Kamera einpacken und werde euch mit dem Handy so ein bisschen in der Mall mitnehmen. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute dort sind, weil dann wird das mit dem Film immer ein bisschen schwierig. Also die meisten Amerikaner kümmern sich einen Dreck drum. Also denen ist das relativ egal, wenn da gefilmt wird oder wenn die dann halt mitgefilmt werden. Ist mir schon öfters aufgefallen, dass Amerika definitiv lockerer drauf als Deutschland. Aber dennoch ist es mir unangenehm. Muss ja da nicht sein, aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, euch so ein bisschen was zeigen und wenn ich was gekauft habe, werde ich euch das natürlich auch hinterher in die Kamera halten. Apropos gekauft haben, ich war heute Morgen mit meinem Mann, denke ich gerade dran, ein paar Stunden lang in der Stadt unterwegs, weil wir hatten Citywide Garage Sales. Also Garage Sales, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß, dass es in Deutschland auch langsam hip wird, beziehungsweise das ist in Köln zumindest mal. Also meine Mama hat das erwähnt gehabt, ich glaube vorletztes Jahr oder so hatten die das auch mal gehabt in Köln. Dass man dann aus der Garage raus so eine Art Flohmarkt halt macht. Also dass so die Haushälte aus der Garage raus oder im Vorhof heraus halt ihre Sachen verkaufen. Und wir hatten halt einen stadtweiten Garage Sale und es waren insgesamt, ich glaube, 30 Adressen oder so, die sich gemeldet haben. Und da habe ich ein Buch gefunden und das beim zweiten Stopp. Und zwar der erste Band von der Akutar-Reihe, also A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas. Die Reihe wollte ich mir sowieso kaufen. Also die Reihe, da laufe ich auch immer im Walmart dran vorbei. Aber da kostet halt das erste Band auch schon, ich glaube, $15. Und die Reihe besteht halt einfach mal, ich glaube, aus 6 oder 7 Büchern und ein paar Novellas. Und es geht dann halt schon ins Geld. Und da habe ich halt jetzt den ersten Band fast ohne Schaden. Also es ist nur vorne so ein kleines Eselöhrchen drin und eine Leserille. Weil ich bin ja bei Lesenrillen extrem piezig. Also ich mag das gar nicht, wenn so Paperbacks extrem viele Leserillen hinten haben. Mag ich nicht. Ich lese auch meine Bücher so, dass wirklich gar keine Leserinnen entstehen. Aber ich habe halt eins gefunden, das war wirklich top in Schuss. Also es riecht sogar noch neu. Also wenn man die Druckerschwärze riecht man sogar noch. Und die Frau meinte auch, also das Mädchen meinte auch, die hat das einmal gelesen, fand das so gut und hat sich dann die Sammelbox gekauft und braucht dann dementsprechend jetzt den ersten Band nicht mehr und hat den mir für $3 verkauft. Finde ich super. Finde ich gut. Dann werde ich demnächst wahrscheinlich die Reihe nochmal neu lesen. Also wie gesagt, habe ich das gerade erwähnt? Ich habe die nämlich schon gelesen, aber halt, das waren Büchereibücher. Die habe ich halt nicht besessen. Und ich würde halt gerne also die Reihe nochmal lesen und dann halt auch wirklich Stellen markieren. Mag das total gerne bei Reihen, ja, die ich halt so wirklich von Herzen liebe. Und die Reihe war auf jeden Fall ein Highlight für mich damals deswegen. Aber bevor ich jetzt hier im Auto komplett eingehe und die Leute neben mir denken sich auch ihren Teil, aber heute ist mir das eigentlich relativ egal. Ich muss sagen, heute habe ich ein dickes Fell. Wir werden jetzt rein. Mal gucken, wo die hingezogen sind. Also groß ist die Mall nicht. Ich denke, das werden wir finden. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei meinem neuen Vlog.
Sunday. Es ist ein Tag später. Ich wollte euch eigentlich gestern zeigen, welche Bücher ich in BIM gekauft habe. Aber, wie ihr unschwer erkennen könnt, hocke ich wieder im Auto, weil ich meine Tochter jetzt zum Date fahren musste. Das wäre eigentlich gestern gewesen. Aber gestern hat er kurzzeitig absagen müssen, weil seine Eltern woanders waren. Und Teenager, die scheinen überall gleich zu sein. Er hatte seiner Mutter nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Es sind halt zwei Teenager, die noch keinen Führerschein haben. Also meine Tochter und halt der Schwarm meiner Tochter. Die Melissa war aber gestern schon fertig und deswegen habe ich gedacht, nehme ich die als gestern zu einem Mutter-Tochter-Date mit. Waren wir dann halt gestern allein unterwegs und heute war sie dann halt, beziehungsweise ist sie jetzt mit ihrem Schwarm im Kino. Deswegen musste ich halt nochmal nach Manhattan und dann dachte ich mir, anstatt euch als gestern die zwei Bücher zu zeigen, die ich im BAM gekauft habe, erwähne ich kurz, wieso und weshalb ich es jetzt so mache, wie ich es halt jetzt mache. Ich sitze nämlich im Auto auf dem Parkplatz vom Target und ich habe mir überlegt, es ist nämlich ein Buch dabei gewesen, was ich mir gekauft habe. Und ich habe erst heute Morgen geschnallt, dass das Buch Band 3 einer Reihe ist. Kann man zwar alle unabhängig voneinander lesen, wie so halt oft mit diesen Romance-Books und diesen Small-Town-Romance-Büchern, aber der innere Monk in mir schreit. Und ich war heute Morgen schon so ein bisschen frustriert, weil ich das Buch eigentlich schon sehr bald beginnen wollte. Und jetzt muss ich halt eigentlich rein theoretisch noch zwei Bände vorher lesen. Und da wollte ich halt gucken, ob die im Target die Bücher haben, weil im Target haben die auch oftmals die Bücher halt unterm Stickerpreis. Dann spart man sich so 20-30% manchmal. Und da wollte ich halt einfach mal schauen. Und es gab auch, beziehungsweise es war im BAM auch ein Buch nicht da. Also ein Buch, welches ich sehr, 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 sehr gerne lesen würde. Schon bald sehr, sehr gerne lesen würde. Was ich auch auf der Warteliste hatte, beziehungsweise ich war auf der Warteliste bei unserer Bücherei und das hätte mich auch wieder 5 Monate gekostet. Also es waren insgesamt, glaube ich, 17 Bücher zur Verfügung und ich bin irgendwo die Nummer, weiß ich gar nicht, 300 noch was. Und so lange wollte ich eigentlich nicht warten. Deswegen wollten wir mal drin gucken. Abgesehen davon ist aber das Cover von dem Buch, was ich jetzt als gestern auch im BAM gesucht habe, super schön. Ich finde es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es besonders. Also das hat irgendwie was. Also wenn ich jetzt hier nicht finde im Target, dann werde ich das nächste Woche im BAM abholen. Also ihr bekommt das Ende nächster Woche wieder eine Lieferung. Die sind momentan halt ausverkauft. Und dann zeige ich es euch dann einfach. Aber ich gehe jetzt in Target rein. Ich bleibe jetzt nicht so lange im Auto, es ist super heiß. Super schwül, also heiß ist übertrieben. Heiß ist es eigentlich nicht, aber es ist mega schwül. Es sind draußen, na gut, okay, 28 Grad. Und wenn ihr euch dann halt vorstellt, es hat halt die ganze Nacht gewittert. Also ich war wach von 3 Uhr bis 4:45 Uhr. Ich bin dann um 3 Uhr auf die Couch gewandert, weil ich richtig Schiss hatte. Also ich hatte wirklich richtig, richtig Panik. Aber oftmals ist es halt hier so, also falls ihr neu eingeschaltet habt, ich wohne zurzeit in Kansas und Kansas ist ja bekannt für Tornado-Season. Und oftmals, wenn so severe Thunderstorms sind, halt wenn es so extrem stürmt und donnert und kracht, entwickeln sich schon mal gerne hier der ein oder andere Tornado. Und deswegen hatte ich gestern so ein bisschen Muffesausen. Ich mache mir da noch immer die Ohrenstöpsel aus den Ohren. Also ich schlafe halt eigentlich nur mit Ohrenstöpseln, weil mein Mann schnarcht wie ein Sägewerk. Und ich habe mir dann halt die Stöpsel aus dem Ohr geholt, damit ich halt die Sirenen höre, für den Fall, dass halt irgendwo ein Tornado gesichtet wird. Und die würde ich sonst halt nicht hören. Und dann bin ich dann um 3 Uhr auf die Couch gezogen und habe dann auch den Wetterbericht verfolgt, weil ich hatte echt richtig Muffesausen, weil es teilweise so gekracht hat. Also der Donner war teilweise so laut, dass das Haus, ich übertreibe nicht, es hat gewackelt. Ich habe im Bett gelegen und es hat gewackelt. Und da war es dann für mich auch rum. Da dachte ich, jetzt musst du aufstehen. Jetzt ist, und ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich danach nochmal einschlafe, weil ich war hellwach. Ich war so richtig alert. Aber ich bin dann irgendwann um, ich glaube, 4:45 Uhr, also bis 4:30 Uhr ging das Gewitter. Und dann war ich dann auch relativ schnell, nachdem es dann vorbei war, bin schon mal eingepennt bis um 8 Uhr. Aber dementsprechend ist es halt jetzt schwül. Es hat halt, wie gesagt, die ganze Nacht geregnet. Immer noch sehr drückend schwül heiß. Es hat nicht abgekühlt. Und deswegen soll es auch morgen nochmal knallen. Ich hoffe, morgen früh so um 5 Uhr. Ich hoffe, dass es erst um 5 anfängt, dass es nicht nochmal nachts ist, weil ich kann dann einfach nicht schlafen. Ich mache mir dann so einen Kopf, ich mache mir so Sorgen, ich habe dann so eine Angst. Ich habe dann einmal sogar eine Panikattacke gehabt. Also ich habe eine Anrollen gefühlt, die habe ich dann wegatmen müssen. Das war echt nicht lustig letzte Nacht. Das war nicht lustig. Aber ich fahre dann jetzt, beziehungsweise ich gehe dann jetzt. Ich muss nur irgendwo hinfahren. Ich stehe ja schon auf dem Parkplatz. Ich gehe jetzt in Target rein und hole ich mit dem Handy so ein bisschen mit. Mal gucken, was die da so haben. Und es kommt übrigens nicht nächste Woche, aber übernächste Woche kommen einige Bücher raus, die ich gerne hätte. Also 2 Stück mindestens. Ich glaube, es sind sogar 3 Neuerscheinungen. Und da denke ich, werde ich so ein, habe schon ewig nicht mehr abgedreht, so einen Bookshop-Vlog abdrehen. Also, dass ich euch so den ganzen Tag über mitnehme auf dem Weg zum Buchladen, in den Buchladen und ich euch dann hinterher im Auto schnell zeige, was ich gekauft habe. Also der BAM, ich habe euch da ja gestern ein bisschen mitgeholt. Das ist ein riesiger Laden jetzt. Die haben wirklich, die sind zwar nur ein Store weiter, also die sind wirklich nur ein Laden weitergezogen. Also es ist nicht weit weg oder so. Die mussten wirklich
auch die Kisten nur von einer Tür zur nächsten tragen, aber die haben da drin einfach so viel mehr Platz. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was da vorher drin war. Also wenn mich jetzt einer fragen würde, welcher Laden da vorher drin war, ich könnte es euch nicht sagen, ich habe keinen Plan. Aber dann vermisse ich ihn auch nicht, dann braucht ihn anscheinend auch keiner. Also mir ist das so viel, viel, viel lieber. Aber ja, ich denke, in 2 Wochen oder so wird es dann auf jeden Fall, also zumindest drehe ich den dann in 2 Wochen ab, den Buch-Shopping-Vlog. Ob ich jetzt dafür dann in BEM gehe oder ob ich euch dann jetzt weiter weg mitnehme, dass ich bis nach Wichita fahre, weiß ich nicht, weil der Barnes & Noble in Wichita ist doppelt so groß, wie der BEM jetzt ist. Und der BEM jetzt ist schon recht, richtig groß. Ich muss einfach mal gucken, wie es mir dann so geht und was das Wetter dann halt so sagt um die Zeit. Und dann tun wir das spontan entscheiden, denke ich. Aber ich gehe jetzt in Target, hole euch mein Handy mit und let's go book shopping. Sehen könnt, es gab nichts. Das Buch war auch leider dort vergriffen. Also es handelt sich hier um das Buch A Home is Where the Bodies Are. Und das ist hier momentan in den USA ein total gefragtes und gehyptes Buch, anscheinend. Sonst wäre es nicht überall ausverkauft. Ja, aber dennoch dachte ich mir, ich zeige euch mal ganz schnell die 3 Bücher, die ich erst gestern ergattern konnte. Wir waren ja auch auf dem Flohmarkt, beziehungsweise auf dem, also diese Garage Sale. Das ist ja eigentlich nichts weiter als ein Flohmarkt. Und zwar habe ich da den ersten Band, das habt ihr ja auch schon gesehen, den ersten Band der Akuta. Oh, ich bin ganz außer Puste, es ist total heiß. Yep. Okay. Was ich euch zeigen wollte. Das erste Band für 3 Dollar konnte ich auf jeden Fall ergattern. Das Buch habe ich gelesen schon. Also die ganze Reihe hatte ich gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe in diesem Vlog. Ich bin mir nicht sicher, was ich schon erzählt habe und was nicht. Aber das Buch hatte ich gelesen gehabt vor etlichen Jahren in Japan. Das waren Büchereibücher. Dementsprechend besitze ich die halt nicht. Und ich will die schon seit mehreren Monaten mir besorgen und nochmal neu lesen, damit ich die halt auch markieren kann, damit ich reinschreiben kann, reinkrackeln kann, highlighten kann und auch Tabs reinpacken kann. Und ja, mit Buch 1 kann ich das auf jeden Fall schon mal. Also für 3 Dollar kann man nicht meckern. Es ist nur eine kleine Leserille hinten drin. Also es ist wirklich, für 3 Dollar kann ich mir wirklich nichts sagen. Und dann hatte ich mir im BAM 2 Bücher gekauft. Und zwar erstmal das Buch, was Band 3 einer Reihe ist. Dieses hier, Just for the Summer. Der erste Band ist, glaube ich, Part of Your World. Und der zweite Band, habe ich vergessen, wie der heißt. Den zweiten Band gibt es auf jeden Fall bei Kindle Unlimited, aber den ersten nicht. Und deswegen, denke ich, werde ich mir Band 1 kaufen und dadurch dann halt auch Band 2, damit ich halt die komplette Reihe im Bücherregal stehen habe. Logischerweise. Worum es in dem Buch geht, weiß ich gar nicht genau. Es wurde mir auf jeden Fall empfohlen von mehreren Leuten. Deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Also ich habe sowieso von dieser Autorin bisher nur Gutes gehört. Also noch nichts Schlechtes. Aber wirklich bisher jeder anscheinend begeistert. Deswegen bin ich schon total gespannt. Ich wollte mir eigentlich auch gar keine Buchreihen mehr kaufen von Autoren, die ich vorher noch nicht gelesen habe, es ist so heiß. Aber ja, das war halt so ein aus Versehen Kauf. Mir war nicht bewusst, dass es ein Band 3 ist. Mir war es nicht bewusst, ich wusste es einfach nicht bis heute Morgen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir auch von Elsie Silver Wild Love gekauft. Diese Bücher, also von ihr, gibt es auch in Englisch zumindest bei Kindle Unlimited. Also falls ihr Englisch lest und euch Geld sparen wollt, könnt ihr die natürlich dort lesen, umsonst, vorausgesetzt ihr habt Kindle Unlimited, aber ist auch übrigens unbezahlte Werbung. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich erzähle viel über Kindle Unlimited, aber ich bin einfach so begeistert von diesem Kindle Unlimited. Ich muss das Fenster aufmachen, es tut mir so leid. Es ist so heiß, Leute, es ist unerträglich heiß. Auf jeden Fall finde ich die Bücher von dieser Autorin so toll. Ich hatte ja vor kurzem die Chestnut Springs Reihe gelesen und war so begeistert, dass ich die restliche Reihe gekauft habe. Noch ganz so lange her habe ich ja Band 1 und 2 gelesen und mich total in den Schreibstil verliebt und die Kleinstädte, die Elsie Silver so an den Tag bringt. Und mir war von vornherein klar,
die Bücher von ihr musst du alle besitzen und deswegen ist es gerade extrem windig. Na super. Auf jeden Fall habe ich mir deswegen dieses Buch gekauft. Das ist der erste Band und der zweite Band kommt, glaube ich, auch diesen Monat raus. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, hier in Amerika am 24. Juni oder so. Also deswegen, wie gesagt, so in zwei, drei Wochen wollte ich auf jeden Fall diesen Bookshopping-Trip mit euch machen. Und das waren die drei Bücher, die ich erst gestern gekauft habe. Drei Bücher, die ich halt jetzt nicht bekommen habe. Ich hoffe dann, dass ich die auf jeden Fall Ende nächster Woche besorgen kann, dass ich die im BAM bekomme. Und ja, das ist dann jetzt auf jeden Fall das. Und wenn wir zu Hause sind, also ich denke, das mache ich dann morgen erst. Ich hatte nämlich auch bei, wie hieß der Etsy Store noch, wo ich auch meinen Kindle Charm bestellt hatte. Ich glaube, Amberlin Studio, glaube ich, heißt der Laden. Da hatte ich mir zwei Sticker bestellt und zwar Chestnut Spring related. Also die hat sich da inspirieren lassen von dieser Chestnut Spring Reihe und ich wollte halt meinen Kindle neu dekorieren. Ich wollte auch komplett neuen Hintergrund für meinen Kindle ausschnippeln. Also ich wollte wirklich komplett von Grund auf meinen Kindle neu dekorieren und das machen wir gemeinsam. Also ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, weil es ist jetzt schon fast 3:30, bis ich zu Hause bin. Es ist 4 Uhr, locker 4 Uhr. Und dann ist ja auch mein Kind schon daheim, also die Claire, die ist jetzt auch schon zu Hause. Die sollte eigentlich noch bis heute Abend bei einer Freundin bleiben, aber die wird eher gebracht. Und deswegen muss man mal schauen, ansonsten machen wir das halt morgen oder übermorgen. Da zeige ich euch auch mein Current Read. Ich habe nämlich heute Morgen ein neues Buch begonnen, ein Büchereibuch übrigens. Und Psychothriller. Ich glaube, das ist von der Riley Sager, heißt die, glaube ich, das Buch Survive the Night, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich zeige euch das. Ich bin da noch gar nicht so weit drin, deswegen kann ich euch noch gar nicht viel von dem Buch erzählen. Deswegen, da werde ich heute erstmal noch ein bisschen weiterlesen und dann werde ich, denke ich, morgen mit euch den Kindle dekorieren und euch meinen Current Read zeigen, also ein bisschen was über das Buch reden und erzählen. Und dann muss ich mal gucken, wie lange ich das Video jetzt noch laufen lasse, weil ich wollte eigentlich noch mal so einen bookischen Vlog mit euch machen. Jetzt kein rein Lesevlog, aber das habe ich am Anfang schon erwähnt. Aber ich fahre jetzt nach Hause. Das ist echt unerträglich hier. Einige Zeit vergangen, einige Tage. Ich habe keine Ahnung, was ich das letzte Mal abgefilmt habe. Ich glaube, da habe ich euch mein TBR gezeigt und dann das Buch, was ich aktuell lese. Und jetzt kommt hier jemand zu seinem Auto. Ich wollte nämlich als nächstes sagen, dass dieser Parkplatz heute extrem besucht ist. Dass dieser Parkplatz, ja, da ist der Typ, der gerade da vorbeigelaufen ist. Es waren nur zwei Parkplätze frei, Leute. Es ist unter der Woche, die Bücherei hat erst aufgemacht, vor einer Stunde. Aber es sind halt Sommerferien. Ich glaube, das muss ich halt auch bedenken, es sind Sommerferien. Und eigentlich wollte ich euch meine Bücher zeigen, die ich jetzt vor kurzem beendet habe, weil ich mich dazu entschieden habe, keinen direkten Lesevlog abzufilmen. Da ich das Material, was ich jetzt, also was hier ganz am Anfang vom Video war, schon so ein bisschen geschnitten habe und dieses ganze Video so ein bisschen Bookshopping-Vibes hat. Deswegen dachte ich mir, mit dem Lesevlog warte ich dann einfach noch. Aber ich möchte euch dennoch die Bücher zeigen, die ich jetzt erst vor kurzem beendet habe. Inklusive auch zwei Bücher aus der Bücherei hier. Die gebe ich nämlich jetzt zurück. Und zwar fangen wir mit den Büchereibüchern an. Und zwar hatte ich da The Elite gelesen von Kira Kass. Und das hatte ich auch als Audiobuch gehabt. Also ich denke, ich werde die Reihe allerdings nicht weiterlesen. Das hier ist jetzt der zweite Band zu dieser Reihe. Die muss man dann auch nach der, also in der Reihenfolge lesen, logischerweise. Aber das hat mich nicht so gepackt wie der erste Teil. Deswegen werde ich da jetzt entweder wieder die Reihe so ein bisschen pausieren und ein paar Wochen warten und dann entscheiden. Aber ich tendiere eher dazu, das Buch, also die Reihe nicht weiterzulesen. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viele Sterne ich dem Buch gegeben habe. Ich glaube, es waren irgendwas mit 3,5 oder 3,5.
3,25. Also es hat mich auf jeden Fall nicht so von Socken gehauen. Dann hatte ich auch mein allererstes Riley Sager Buch gelesen, und zwar Survive the Night. Von dem Buch wiederum habe ich mir viel, viel, viel mehr versprochen. Ich fand so vor allen Dingen die ersten 100 bis 150 Seiten von dem Buch tierisch langweilig. Also ich habe mich da wirklich stellenweise zwingen müssen, das Buch weiterzulesen, weil ich halt bis zum Ende noch so die Hoffnung hatte, dass irgendwem noch groß was passiert. Aber tatsächlich konnten mich auch die Plot-Twists mittig vom Buch und auch vom Ende vom Buch nicht so wirklich mitreißen oder vom Hocker reißen. Also ich habe mir einfach mehr erhofft von dem Buch. Also der Klappentext hat so viel Potential gehabt. Ich habe mir einfach was ganz anderes drunter vorgestellt. Und im großen Teil vom Buch, die ersten 150 Seiten oder so, passiert einfach mal irgendwie gar nichts. Außer, dass die halt auf dem Highway, auf der Interstate, ich glaube 90 oder so, mitten in der Nacht irgendwo in Amerika durch die Gegend gaukeln. Ja, ich war halt ein bisschen enttäuscht davon. Also habe ich mir mehr erhofft. Auf jeden Fall, die zwei Bücher kommen auf jeden Fall wieder jetzt in die Bücherei zurück. Also die gebe ich dann jetzt auf jeden Fall ab. Und dann habe ich Five Survive gelesen im Buddy Read mit meiner BookTube-Community. Und auch von diesem Buch war ich nicht so überzeugt. Also die erste Hälfte vom Buch war sehr langatmig, es ist nicht viel passiert. Hätte ich es jetzt nicht im Buddy Read mit meiner BookTube-Community gelesen, hätte ich es wahrscheinlich DNF'd. Aber hier in dem Buch geht es auf jeden Fall um 5 Freunde. Also wir verfolgen insgesamt 5 Freunde, die eigentlich mit dem Campingwagen einmal quer durch Amerika reisen wollen, für Spring Break halt mit Freunden irgendwo an der Beach zu verbringen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo die hin wollten. Aber bei Holly Jackson hat man oftmals so Mappen. Also sie wollten zur Gulf Shore, wollten die fahren von Philadelphia aus. Und ja, die verfahren sich auf jeden Fall mitten in der Nacht. Und der Campingwagen, der bleibt dann auch liegen. Also die sind dann mitten im Wald, mitten in der Nacht, ohne groß irgendwie Empfang von den Handys, und werden dann da festgehalten von irgendeinem Fremden, der halt mit einer Sniper auf den Wohnwagen schießt. Und da habe ich mir halt auch ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, mir war bewusst, dass es ein Young Adult Mystery ist, dass es allgemein so, Holly Jackson hat ja auch A Good Girl's Guide to Murder geschrieben. Von daher kannte ich ja schon so ihren Schreibstil und ihre Art und Weise, wie sie halt Bücher schreibt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Jetzt läuft der Typ hier schon wieder vorbei und klotzt mich voll an. Was wollte ich denn jetzt sagen? Aber so ab Kapitel 25, 30 wurde das Buch auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Da konnte ich es dann auch nicht beiseite legen. Deswegen bin ich mit dem Buch tatsächlich schon fertig, weil ich meine Buddy Reads mit der Community immer so einen Monat laufen lasse. Und deswegen versuche ich dann eigentlich immer so 4, 5 Abschnitte das Buch aufzuteilen und mich dann halt daran zu halten, dass ich dann wenigstens als Creator sozusagen von dem Buddy Read tempomäßig lese, dass ich halt einen ganzen Monat irgendwie mich mit euch darüber unterhalten kann über das Buch. Aber ich konnte es dann nicht mehr beiseite legen. Also anfangs habe ich mich gezwungen, das Buch überhaupt in die Hand zu nehmen. Ich fand es langatmig und teilweise echt langweilig, und dann konnte ich es auf einmal nicht mehr beiseite legen. Deswegen habe ich dem Buch, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Sterne gegeben. Und dann hatte ich noch ein Buddy Read gehabt, und zwar The Sea in Your Heart. Das ist der 2. Band von der Island-Reihe von Kira Moon. Das hatte ich im Buddy Read gelesen mit meiner Schwester, einer ganz lieben Freundin von mir. Und ich weiß gar nicht, wie viele Sterne ich dem Buch gegeben habe. Und zwar geht es hier um Lilia, die für das Meer lebt. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstags auf dem Atlantik, um bei Whale-Watching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich also für eine Umweltorganisation zum Schutz der Ozeane, also hauptsächlich auch das Walfangen. Dementsprechend wenig Zeit hat sie eigentlich für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf ihrer Prioritätsliste, bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm, doch was Lilia nicht weiß, Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen. Und ich möchte jetzt nicht verraten, wer dieser Jules ist, also es ist ziemlich voraussehbar eigentlich, wenn man das Buch aufmerksam liest, hat man schnell drauf oder raus, wer dieser Jules dann letztendlich ist. Und auch das Ende war so ein bisschen vorhersehbar, fand ich. Aber die Art und Weise, wie halt die Kira Moon schreibt, ich lieb's. Also ich muss zwar zugeben, dass dieser 2. Band mich nicht so überzeugen konnte wie der 1. Band in der Reihe. Der 1. Band, den fand ich dann doch um so ein bisschen schöner, ein bisschen besser. Aber auch dieses Buch fand ich richtig gut. Also das sind auf jeden Fall die 4 Bücher, die ich gelesen habe in der letzten Woche eigentlich. Also ich war letzte Woche sehr fleißig. Die werde ich jetzt auf jeden Fall zurückbringen. Die mache ich dann nochmal in meine Tasche. Und die Bücher packe ich mir dann hier nochmal so ein. Und dann werde ich in die Bücherei gehen. Hoffen, dass nicht ganz so viel Betrieb ist, wie der Parkplatz hergibt. Es ist echt Himmel und Menschen. Himmel und Menschen. Ich habe noch nie erlebt, dass der Parkplatz komplett zu ist. So, die Bücher gebe ich jetzt zurück. Ich muss mal gucken, ob ich neue Bücher ausleihe. Also wenn ich irgendwie was finde, was mich umhaut,
Jetzt gerade bei den Neuerscheinungen, bei den 7-Tage-Büchern, dann werde ich wahrscheinlich ein, zwei Bücher mitnehmen. Aber ansonsten habe ich noch mehr als genug auf meinem Sub. Die Bücher muss ich ja auch noch lesen. Vor allen Dingen hatte ich mir seit langem mal wieder so ein June-TBR, also so eine Leseliste erstellt für Juni. Das hatte ich euch ja auch ganz kurz abgefilmt, wie ich die dann ins Regal gestellt habe. Da bin ich übrigens momentan Chain of Thrones am Lesen. Da bin ich jetzt bei Seite, ich glaube, 85 oder 84. Ich habe dabei auch parallel dazu das Audiobuch. Das macht das Ganze so ein bisschen einfacher. Ich habe nämlich gestern 3 Stunden Audiobuch gehört, während ich ein Booksleeve für meine Nachbarin gehäkelt habe. Die fahren am Donnerstag in Urlaub nach Texas und die hat mich gefragt, ob ich ihr so ein Booksleeve häkeln könnte. Und deswegen habe ich ihr dann halt den Gefallen getan und habe dann halt mein Audiobuch gehört. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, ich werde brauchen, um nochmal in die Geschichte reinzukommen, weil ich mir einfach nochmal viel zu viel Zeit genommen habe, mit diesem Buch anzufangen und ich einfach nicht mehr wirklich weiß, was im Buch 1 und 2 passiert ist. Also grob schon, aber irgendwie brauche ich wieder, um da reinzukommen in die Geschichte. Also so Bücher müsste ich wirklich eigentlich back-to-back lesen oder höchstens ein, zwei Wochen dazwischen lassen und nicht irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr, wie ich es dann halt jetzt gemacht habe. Das ist halt dann noch ein bisschen blöd. Aber ja, ich gehe jetzt in die Bücherei. Ich nehme euch da so ein bisschen mit, sofern das halt möglich ist. Wenn hier nämlich wirklich so viele Menschen in der Bücherei drin sind, wie Autos auf dem Parkplatz stehen, dann wird es schwierig, mal mitfilmen. Bücherei hatte irgendeine Veranstaltung gehabt für kleinere Kinder. Deswegen war hier so viel los. Wir hatten das so im Nachbarraum. Ich glaube, das war so eine Lesestunde. Auf jeden Fall war das gerade so das Event bei uns hier in der Bücherei. Deswegen auch die Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund die Kirchenglocken hört. Ich liebe das hier. Fühlt man sich fast wie zu Hause. Von meinem Elternhaus konnte man hin und wieder auch die Kirchenglocken hören und von Köln, von der Wohnung von meiner Mama, hört man die jede Stunde und ich finde das so schön. Also ich bin kein religiöser Mensch, aber Kirchenglocken verbinde ich irgendwie schon mit Heimat und Wohlfühlen. Ich liebe das. Aber dieses Buch wollte ich euch jetzt zeigen. Das habe ich mitgenommen von Lynn Painter. Da will ich nämlich früher oder später auf jeden Fall alles lesen. Und das war momentan das Einzige, was zur Ausleihe noch bereit war. Es gibt noch ein weiteres, was ich von ihr unbedingt lesen möchte. Das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das Buch hieß. Auf jeden Fall ist es momentan vergriffen. Deswegen habe ich dann das hier mitgenommen. Da habe ich jetzt bis zum 2. Juli Zeit, das zu lesen. Das ist machbar. Und mein erster Preis für meine 5 Bücher in der Sommer Reading Challenge war ein ein Fächer. Trifft sich ganz gut, lasse ich im Auto. Es soll nämlich jetzt diese Woche bis zu 40 Grad werden. Von daher werde ich es brauchen. Finde ich total süß. Muss das Ding nur noch mal zusammenkriegen. Das hat es mal extra noch mal gezeigt, wie das geht. Ah ja, genau. So. Das ist eine Schnecke. Das mache ich jetzt bei mich hier in die Tür, damit es halt immer griffbereit ist, falls mir warm werden sollte im Auto. Trotz Klimaanlage, man weiß ja nie. Aber ich werde jetzt einkaufen fahren und ich würde auch sagen, an dieser Stelle beende ich das Video, den wöchentlichen Vlog. Ich werde jetzt die nächsten Tage nochmal einen Vlog beginnen. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe, einen Lesevlog zu starten oder ob ich nochmal so einen bookischen Vlog mache, weil eigentlich wollte ich mit euch ja auch noch mein Kindle dekorieren. Das habe ich auch nicht geschafft. Das habe ich einfach nicht auf die Reihe bekommen, weil ich hatte ja da Sticker bestellt gehabt, so Chestnut Springs Sticker, so Inspired Sticker und die habe ich euch noch nicht mal gezeigt. Deswegen muss mal gucken, was geht, muss mal gucken, was ich mache, weil ja, genau, das werde ich, denke ich, spontan entscheiden. Ich muss nämlich auch demnächst noch nach Manhattan in die Bücherei und die Bücher sind auch am Samstag abzugeben, beziehungsweise die Ausleihe läuft am Samstag ab. Ich könnte die natürlich auch verlängern, dann muss ich nicht so hetzen, weil ich habe diese Woche noch super viel vor. Also ich muss noch viel in der Weltgeschichte rumgurken heute, nur halt nicht nach Manhattan eigentlich. Was heißt heute? Die Woche, im Laufe der Woche. Und wenn ich die Bücher dann halt verlängere, habe ich die ganze nächste Woche Zeit, mir irgendwann Zeit zu nehmen. Deswegen denke ich, werde ich das machen und dann nehme ich euch dann dort einfach auch noch so ein bisschen mit. Weil Manhattan habe ich tatsächlich ein paar Mangas, die ich mir gerne noch ausleihen würde. Da zeige ich euch dann auch die Mangas, die ich gelesen habe. Da war ja die Flying Witch bei mir ganz oben auf der Liste. Und die habe ich auch schon alle gelesen, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich packe jetzt meine Kamera weg. Kommen nämlich auch gerade die ganzen ganz, ganz, ganz kleinen Zwerge. Die sind auch in Windeln, die kleinen Zwerge. Die kommen jetzt mit ihren Mamas und werden ins Auto gepackt. Und deswegen, ja. Ich hoffe einfach, dass euch der Vlog gefallen hat an der Stelle und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wiedersehen.